Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Immer noch bei dem Gespräch und das werden wir jetzt auch mal fortführen. Ich brauche mehr Informationen über deine Untoten. Zeig mir mal auf meiner Karte, wo genau die zerfallenen Burgen sind, die du kennst. Lass mich drüber nachdenken. Also eine ist nicht weit von hier im Norden und zwei an der Westküste. Moment mal. Also eine könnte noch an der Südküste und eine im Osten sein. Aber das ist nur geraten. Ich zeichne es dir trotzdem mal auf deine Karte. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wir werden sehen. Wem gehört eigentlich diese Jagdhütte? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze, einem Jäger. Ach was, ganz schön dreist von dir, dich hier breit zu machen und einfach fremde Sachen zu benutzen. Ich bin schon ziemlich lange hier. Bisher kam noch keiner, der sich über meinen Aufenthalt beschwert hat. Entweder ist der Besitzer tot oder von der Inquisition in die Vulkanfestung verfrachtet worden. Möglich. Wie bist du überhaupt aus der Hafenstadt rausgekommen? Ich bin nachts über die Stadtmauer gesprungen. Ach, so einfach ist das. Naja, du darfst dich dabei natürlich nicht erwischen lassen, versteht sich. Natürlich, natürlich. Brauch noch mehr? Super. Da hast du nichts dagegen, wenn ich ihm an die Truhe gehe, oder? Ich meine, ist ja eh nicht deine. Aha. Oh, ein Heiltrank. Heiltrank kommt jetzt wie gerufen. Ist zwar nun kleiner, aber... Das macht nichts. Ist besser als nichts. So, 40 Stück davon, ey. Puh. Theoretisch könnte ich hier auch schlafen oder so. Hier gibt's doch, gibt's hier nicht Wasser. Hier gibt's Käse. Ich klaue jetzt einfach alles. Ja, egal, ist alles meins. Ich geh mal auch hier rein. Guck mal hier. Hier ist auf jeden Fall ein Bett. Also ihn scheint es nicht zu interessieren, dass ich im Haus bin. Das bedeutet, das ist, wie er schon gesagt hat, ist er eh nicht seins. Dann sind das auch nicht seine Sachen. Was hier? Ein Kochrezept. Ja, nice. Kartoffeln, Zwiebeln, Fleischtopf, verteilende Wirkung. Aha, sehr schön. Ich bin gerade am überlegen, ob wir mal eine Runde pennen gehen. Das mache ich, glaube ich, auch mal. Einfach nur... Ja, wir machen mal bis zum nächsten Morgen, weil dann ist wieder hell. Passt schon. So, dann speichern wir. Und nun geht's weiter. Wir müssen nämlich immer noch das Grab suchen. Das letzte Vermaledeite. Das ist ein Pilz. Beziehungsweise, das ist ja das vorletzte Grab. Nicht das letzte, aber das vorletzte. Da ist es. Hier ist was vergraben. Dann müssen wir noch auf diese kleine Mini-Insel und da ist das letzte Grab. Dann hätten wir die Quest theoretisch gelöst. Aber ob ich dann direkt zu Patty zurückgehe, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Oder ob ich erstmal die ganzen Sachen im Osten machen will. Mal gucken. Dann haben wir von ihm eine neue Quest bekommen, von Marvin. Was haben wir denn hier? 150 Gold, ein Trank für Geschicklichkeit und ein Pokal und natürlich wieder ein Hinweis. Ich vergrube 6 Schatztruhen. Das habe ich aber schon gelesen. Damit sich auch in Zukunft niemand an meinem Gold schaffen will, natürlich gefallen. Auf den Gräbern stehen Kreuze. Nur die eine Truhe ist ungefährlich. Allerdings auch nur, wenn man weiß, welche Truhe es ist. Und wenn man meinen Dietrich besitzt. Taras tut es mir ehrlich gesagt ein wenig leid. Er war ein guter Mann. Okay. 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 So, jetzt können wir also demnach hier auch runter. Irgendwie. Wir müssen nämlich wieder auf dem Weg spazieren gehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, da unten oder da oben. Ich glaube eher da unten. Ich glaube hier runter. So. Jetzt müssen wir halt schauen, ob das überhaupt geht. Oder ob wir da rüberlaufen können oder rüber schwimmen können. Ich weiß auch gar nicht, ob der hier schwimmen kann, der Typ. Ist ja schon geschwommen, wenn, dann habe ich es leider vergessen, aber irgendwie weiß ich, weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Wenn es sehen, so hier müssen wir eigentlich nur die ganze Zeit dem Weg folgen, dann kommen wir da automatisch hin, wo wir hin wollen. Ob wir dann allerdings, das ist eine andere Geschichte. Was ist da noch? Das ist so ein Heilkraut, das würde ich gerne haben. So. Pilz auch.
Und auf Wiedersehen, Wölfe. Ihr seid nett. So, hier waren wir auch schon. Das sieht schon schön aus, muss ich sagen. Sieht so, erinnert mich ein bisschen an die Insel von Lost. Irgendwie. Hui! Ich glaube jetzt hier runter, ne? Oh, wie viele Viecher hier sind, ey. Was machen Wildschweine hier? Die passen überhaupt gar nicht hier so rein. Geht weg, ihr blöden Ratten. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Ach, scheiße, da sind noch mehr. Hui! Ach, wieder wie eine Elfe. Super. Wer bist denn du? Eriksson. Hey, du Spinner. Warst du schon auf der kleinen Insel? Du schon wieder? Hast du nicht schon genug aufs Maul gekriegt? Ha! Du wirst dich noch wundern, du Großmaul. Was willst du eigentlich hier? Wenn es nach mir ginge, würde ich dich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Ist das so? Aber Captain Romanoff will, dass ich darauf achte, dass dir nichts passiert, während du nach Stahlbarts Hinweisen suchst. Und was Romanoff sagt, wird gemacht. Ach was, ich glaube eher, dass er dich zur Strafe hierher geschickt hat. Du sollst wohl deinen Mist, den du mit Stahlbarts Barackenschlüssel angestellt hast, wieder gerade biegen, was? Dir wird dein Spott noch im Hals stecken bleiben, wenn wir mit dir fertig sind, Dreckskerl. Aha. Du sollst also auf mich aufpassen. Da fühle ich mich ja gleich schon viel sicherer. Mach hier keine großen Sprüche. Sieh zu, dass du den nächsten Hinweis findest. Woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Du machst so einen Radau, wenn du durchs Land ziehst. Da ist es ein leichtes, deiner Spur zu folgen. Woher wisst ihr eigentlich über Stahlbarts Hinweise Bescheid? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Echt? Verarschen kann ich mich selbst. Hau endlich ab, finde die restlichen Hinweise und hör endlich auf zu quatschen, Mann. Nö. Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Du Landei. Das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Wenn schon ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Das weiß ich, by the way, aber das ist ja egal. Jetzt fühlt er sich bestimmt total überlegen und total clever und total halt. Die Frage ist, wie komme ich jetzt darüber? Ich will gegen ihn nicht kämpfen. Kann ich da einfach rüberlaufen? Guck mal, du wirst mir doch bestimmt helfen, oder? Ich meine, du sollst ja eh auf mich aufpassen, deswegen guck mal. Weg, du Hund. Was denn? Ich kann dich nicht wegmachen. Ich muss... Oh, ich Pass hab dich getroffen. Auf! Abhauen kannst du vergessen. Ja, kämpf mal. Ich kann auch warten, bis er tot ist, by the way, ne? Eigentlich schon. Der hat ja nichts an. Wie will er sich schützen? Aber komm, wir helfen dem mal. Es sind ja auch meine Erfahrungspunkte, die wir uns flöten gehen. Da, hier angreifen, los. Die alten Krallenfalter, du weißt ja, das sind mir schon Viehschasse. Abhauen ist nicht. Kollege Plumskuh. Ah, der letzte Schlag, der macht einfach so viel Schaden. Oh, guck mal, du bist voll... Du willst auf mich aufpassen, ganz ehrlich. Du kriegst ja gar nichts geschissen. Nur ein totes Viech ist ein gutes Viech. Du bist auch halb tot, ne? Schmerz. Ich passe auf dich auf. Hätte ich den gegen alle kämpfen lassen, der wäre sowas von verreckt. Hätte ich ein Problem weniger gehabt. Schade. Na gut, mal gucken, ob wir hier rüberlaufen können. Was ist das, eine Muschel? Nee, doch, eine Muschel. Nehmen wir mit. Hier sind noch mehr Muscheln. Muschel. Aber wir sollen ja darüber gehen. Hier nicht nach Muscheln suchen. Aber wir stecken fast bis zum... Na gut. Ich wollte sagen, wir stecken bis zum Hals im Wasser, aber irgendwie war das nur bis so zu den Beinen. Eine Nautilusmuschel, da sind wieder so eine Kackviecher. Bin ich auf den Sack, du Kackviech. Ja, dann komm her, du Kackviech. Meine Güte, Kackviech. Oh, tot. Die haben nicht so viel drauf, das muss man einfach mal sagen. Die sind... Ja, warum greift er noch immer so oft an? Was ist denn los mit dem Vieh? Hast du irgendwie Drogen genommen oder so? Alter, ganz ehrlich, ich werde von so einer komischen Ratte getötet. Das kann nicht sein. Unglaublich. Da ist noch so eine Ratte.
Ich muss heilen. Ich muss jetzt noch ein paar Heilkräuter verschwenden, die ich ja eigentlich benutzen wollte, um die in die Stadt zu bringen. Aber ganz ehrlich, um die Quest ist es mir dann auch nicht so schade drum. Wenn die weg ist und ich es nie schaffen kann, ja mein Gott, ne. Was soll's. Mein Leben ist mir da durchaus wichtiger als irgendeine komische andere Quest. La 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 la. Es bebt. So, eine nehmen wir noch und dann bin ich fertig, ne? Und wir finden ja auch ganz viele Heilkräuter, deswegen ist das eigentlich auch egal. Also wir werden dann noch zwei, drei Heilkräuterchen finden, glaube ich. Ach, falsch. Ach, richtig. Gold, ja toll. Ich müsste auch... Ich bin auch eigentlich blöd. Ich kann mir ja selber welche herstellen. Ich weiß aber nicht mal, wie das geht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir brauchen dafür so einen Alchemietisch. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie geht das, aber ich weiß nicht genau wie. Ja. Ja. So, du bist tot, bevor du mich angreifen konntest. So ist gut. Du bist auch gleich tot. So, tot. Ihr habt ja immer lecker Fleisch. Das ist sehr schön. Ich kann auch die Nautilusmuscheln töten, aber ich weiß gar nicht, was bringen die mir. Ja. Ja. Bringen die überhaupt irgendwas? Mhm. Toll. Die kann ich jetzt verkaufen oder was kann ich damit machen? Wahrscheinlich verkaufen. Ich gehe mal davon aus, dass ich das verkaufen kann. Für ganz viel Gold. So, wir schauen uns erstmal hier auch überall um. Ne? Wir müssen ja hier einsammeln. Was das Zeug hat, damit wir alchemistische Dinge herstellen können. Und da wir auch ein Level gestiegen sind, werde ich nämlich mal versuchen... Mir... Da muss ich jetzt ganz kurz gucken. Wo ist denn der? Der war doch hier irgendwo, ne? Ich glaube, der ist sogar auf meinem Weg. Das bedeutet, es ist sehr gut. Der Olf, ne? Guck mal, hier oben ist nämlich der Olf. Der kann mir nämlich mehr über Schürfen beibringen. Und das möchte ich auch unbedingt jetzt mal endlich lernen. Weil ich glaube, das bringt schon sehr viel, wenn du schürfen kannst. Hast du gerade was gehört? Zu Stress, du Vogel. Na gut, kannst du haben. Moment. Nein. Das ist Skorpion. Ich möchte nicht so weit Skorpion. Ist ihn getroffen? Natürlich. Jetzt kommen natürlich alle an, die hier denken, sie haben was zu sagen. Scheiße, 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 weg. Hui. Und die Vögel sind kein Thema. Sag mal, kannst du mal vielleicht Schwert und Schild nehmen? Das Blöde ist, was allerdings sehr wohl ein Thema zu sein scheint oder ist, ist der Skorpion. Der ist nämlich gar nicht mal so leicht. Als Feind, als Gegner. Als was auch immer, so komm jetzt her, greif mich an. Nee, jetzt nicht mehr angreifen, jetzt bin ich dran. Scheiß Vieh, ey. Komm auf den Sack. Rotz. So. Jetzt haben wir immer den Skorpion. Der könnte durchaus ein Problem werden, weil er wird mich definitiv angreifen, sobald er mich sieht. Deswegen speichere ich jetzt hier mal. Komm einfach das und dann einfach mal das und... Geh mal in diese Truhe. Schauen erstmal, was hier drin ist. Gold, Pfeile, ein kleiner Heiltrank. Sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, wie ich gegen ihn kämpfen soll. Der ist mega krank. Stark einfach. Werde ich wohl ein bisschen versuchen müssen. Ich weiß auch nicht, was ich da versuchen muss. Kann ich hier rein? Dann werde ich sterben. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht riskieren. Wir klettern. Wir gehen einfach mal hier hin. Beere. Noch interessiert er sich nicht so ganz für uns. Das finde ich auch ganz gut. Der sieht aber auch hässlich aus, muss man ja mal sagen. Mal speichern, damit ich mich müssen. Ja, was hier? Hier ist nichts. Will der vielleicht gar nicht kämpfen? Ich würde es fast bezweifeln, weil ich meine. Das ist ein garstiges Vieh. Wir wollen immer kämpfen.
Er macht jetzt keine Anstalt, mich anzugreifen. Wobei hier jetzt auch gerade nichts. Jetzt wird er wahrscheinlich kommen. Oder? Nein. Okay. Ja gut, immer noch die Frage, kann ich hier runter oder sterbe ich dann? Speichern mal. Wir finden es jetzt einfach mal raus. Oh. Hallo. Ja, ein Skelettkrieger aus ihr. Na, was geht? Scheiße. Ach, komm jetzt mich tot. Ist doch hier für ein Arsch, weißt du? Ist doch hier scheiße. Ja. Aber wahrscheinlich ist das sogar da drinne. Würde ich jetzt einfach mal denken. Das heißt, da ranzukommen wird nicht ganz so einfach. Kann ich vielleicht über die ganzen Klippen da? Nee, aber wahrscheinlich eher nicht. Weil irgendwie muss es ja auch da reingehen. Ich könnte natürlich versuchen, das Ding erstmal hiermit so gut anzuhitten, aber das wird eh nichts. Weil wie wenig Schaden diese Pfeil. Also ja, ich bleib auch noch hängen, das ist immer gut. Kommt der nicht weiter? Das Coole ist, wenn er jetzt nicht weiterkommen würde. Er würde es wahrscheinlich trotzdem können, aber. Schieß! Schieß! Er kommt! Oh, scheiße! Hier ist nicht gut. Wenn ich hier stecken bleibe, ist blöd. Oh, der ist aber ganz schön nah dran, ne? Kommt der auch ins Wasser? Theoretisch. Okay, ich kann ihn nämlich rüberziehen, dann kann der alte. Ne? Dann kann der mir mal helfen bei diesem Skorpion. Oh, leck mich am Arsch. Wo ist er denn? Ist er weggelaufen jetzt? Nein, ey, komm nicht. Komm her. Nicht zurück. Hier lang. Halt, stopp. Oder er bleibt da jetzt stehen. Wenn er da stehen bleibt, wäre auch cool. Dann kann ich nochmal versuchen. Ja, genau, entweder zu hoch oder zu tief. Willst du mich verarschen? Oder jetzt komm her. Ich denke mal, zu zweit kriegen wir das Ding bestimmt irgendwie down. Ja, na klar. Ich auch mal alles daneben setze, wa? Sobald er sich mal 2 mm bewegt. So bescheuert, der hat so viele Pfeile im Kopf. Der ist weg, der Arsch. Ne, da oben ist er. Ey, Skorpion-Ding. Hallo? Komm schon mal wieder zurück hier, was soll denn das? Scheiße, ich habe nur noch 2 Pfeile. So, komm. 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 Hier wird nicht einfach abgehauen. Ich könnte jetzt noch die Armbrust benutzen. Das war der letzte. Ja, das war der letzte, so ein Ding, ne? Theoretisch könnte ich das auch mal eben machen. Ich habe ja Zeit, bis das Vieh an Land kommt. Guck mal, ich hab. Naja, bist gleich da. Ich merke das schon, wie du da bist, ne? Genau, kämpf mal gegen den da. Der ist nämlich ganz scheiße zu dir. Ja, guck mal, der haut dich einfach. Das ist. Also ich finde das nicht in Ordnung. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Skorpionchen, ne? Ja. Ja. So. Der bewegt sich aber auch immer ganz schön viel, ey, dieser Skorpion. Genau, hau mal irgendwo hin, das ist immer gut. Scheiße, der dritte hat mich getroffen. Ha! Scheiße, die Wand an. Das ist nicht cool. Ich glaube, der stirbt. Der wird auf jeden Fall nicht sehen, wie ich hier jemals wieder mit dem Ding zurückkomme. Der ist bald tot. Oh, jetzt habe ich ihn auch getroffen. Es tut mir total leid. Wir sind jetzt eigentlich beste Freunde, deswegen wollte ich das natürlich nicht. Es dauert immer noch ganz schön lange, den zu töten, oder? Auch zu zweit. Meine Fresse, ey. Fettes Vieh. So. Puh. 200 Erfahrung ist aber auch schon ganz schön, ne? Das zeugt schon davon, dass das Ding auf jeden Fall nicht ganz so einfach zu besiegen ist. Aber wir haben es geschafft. Zu zweit zwar, aber das macht ja auch nichts. Jetzt können wir uns da nämlich mal ein bisschen in Ruhe umschauen. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Und deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute.
Und wir müssen natürlich noch einen Weg, irgendwie einen sichereren Weg in die Höhle da unten finden. Aber das machen wir schon. Irgendwie.